und herzlich willkommen zur vorletzten Runde hier im Mittelalter bei Bridge Constructor. Und wir sollen 7 Feinde in die Schlucht stürzen lassen. Und wenn wir 13 vernichten, bekommen wir eine besondere Belobung. Das können wir ja machen. Wir fangen wie immer an, indem wir unsere normale Brücke bauen. So, hier ein bisschen drüber. Wie viel Kohle haben wir denn zur Verfügung? Hier eine schöne nach oben und gehen jetzt mit Seilen wieder vor. Ich meine, die sollen eh abstürzen, da ist es nicht ganz so wichtig, dass wir hier auf die Möglichkeiten schauen. 2, 3. Also sie gehen los. Also, wir müssen das Ganze ein bisschen früher zum Einsturz bringen. Wir nehmen nicht ganz so eine hohe Steinbrücke, sondern ersetzen das Ganze hier ein bisschen durch Holz. Damit soll es von der Festigkeit hier schon so reichen, dass... Also, die Brücke neigt sich schon. Jetzt sollte es ausgleichen. Und jetzt bricht sie uns zu früh ein. Also, wir brauchen mehr Festigkeit. Das kriegen wir wahrscheinlich hin, indem wir hier einfach ein Seil spannen. Dann neigt sie sich am Anfang nicht ganz so. Schwimmen. Also, dieses Seil hier ist mega belastet. Und sie stürzt uns ein bisschen wieder zu früh ein. Können wir dadurch abstützen, indem wir diesen Mittelteil hier über ein Prisma ersetzen wieder. Nicht Prisma, wieso sage ich eigentlich immer Prisma? Ja, ein Drachenviereck. So, hier gehen wir auch nicht ganz so weit nach oben, wird dann auch schon billiger. Hat auch schon wieder seine Vorteile. Und ersetzen den Teil hier durch ein Drachenviereck. Es könnte sein, dass wir hier genau dieses kleine Brückenstück in der Mitte jetzt ersetzen müssen durch ein stärkeres Stück. Allerdings scheint es recht gut zu halten. Jetzt sind alle drauf, jetzt darf sie einstürzen. Und sie stürzt zu spät ein, überleben zu viele. Also, wir müssen das Ganze ein bisschen instabiler noch hinbekommen. Wie kriegen wir das hin? Wir müssen das Ganze hier ein bisschen noch auf... Naja, dass wir ein klein bisschen Zug zulassen. Dass es sich am Anfang schon mal nach drüben neigt und wenn es dann zur anderen Seite rüberpennt. Seit jetzt wird das Seil gespannt. Ist gespannt. Und wenn jetzt der letzte Reiter draufkommt, dann zack. Ist es zu viel für die Brücke. Ja, alle probieren sie abzuhauen und rennen sehr, sehr schön hier in ihren Tod rein. So, und der letzte noch, zack. Ja, das war die vorletzte Brücke. Und jetzt bin ich gespannt auf das große Finale. Eure Hoheit, das war ein Sieg auf ganzer Linie. Die Oats werden sich in Zukunft überlegen, wen sie angreifen. Ganz bestimmt nicht mehr euch, Hoheit. Das muss gefeiert werden. Lasst den Festsaal schmücken. Wo ist meine Tochter? Sie soll ihr schönstes Kleid anziehen. Ich habe sie nicht mehr gesehen, Sire, seit die Orks Hals über Kopf in ihre Schiffe geflohen und davon gesegelt sind. Orks, Schiffe, seitdem nicht mehr gesehen? Nein! Das Ende der Geschichte? Nein, es wird wahrscheinlich eine Fortsetzung geben. Es wird noch eine Runde 5 und eine Runde 6 geben. Allerdings haben wir hier im 4. Teil haben wir noch unsere Krone hier zum Erledigen. Die machen wir dann im Anschluss morgen. Wir haben jetzt das Ende gesehen hier von Bridge Constructor Mittelalter. Aber wir sind natürlich noch gespannt auf die Brücke Nummer 13. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zum vorerst letzten Teil hier bei als Brückenkonstrukteur. Bis dann!